Grüß euch Leute, willkommen auf dem Kanal von den Waldplatzschleifern. Der Hartmut ist hier nicht mit, der ist zwar da, aber der ist draußen. So, da unten steht der Hartmut mit dem Nico. Wir sind hier in dem Privatgebäude von Gutschmann. Und was es hier zu sehen gibt, das zeige ich euch jetzt. Alles klar, bleibt dran. Ab geht's. Inwiefern das nach der Zeit hier genutzt würde, kann ich auch jetzt so nicht sagen. Ich denke mal, der Hartmut wüsste das, glaube ich. So wie es aussieht als Pension. Fernsprecher. Also da würde ich jetzt davon ausgehen, dass das auch noch original ist. Hier kommt die Decke schon runter. Schade. Ja gut, man muss aber auch davon ausgehen und beziehungsweise dazu sagen, dass das Gebäude hier definitiv jahrelang leer stand. So, hier, alle Zimmer sehen teilweise wirklich gleich aus. Das ist das Zimmer mit der Zimmernummer 9. Zimmernummer 15. Also, ich muss jetzt auch dazu sagen, dass die Zimmer alle fast dieselbe Größe haben und auch nicht sehr, sehr groß sind. Waschbecken in der Ecke. Also entweder standen hier mal so Betten, kleine Pensionen oder irgendwas. Keine Ahnung, was haben wir denn hier? Die Zeitung ist von 15. Januar 1985. Puh. Das ist natürlich noch kleiner, das Zimmer. Die Nummer 17. Auch eine sehr merkwürdige Form in der Badewanne, wie aus einem Stück. Da unten ist der Ablauf. Mit Dusche.
sehr schön. Sehr schön. Aber leider defekt. Jetzt ist gerade ein Vogel gegen das Fenster geflogen, gegen die Fensterscheibe. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Naja. Grüß dich. Oh Gott, nee, rasiert nicht. Das ist der Lukas. Oh, der ist noch ganz. Schick, schick. Und hier sehen wir so eine Wanne nochmal im Ganzen. Aus engem Stück ist die. Ist das Porzellan oder immer hier? Porzellan, voll. Und die Frage steht, hat der Herr Mutschmann Nivea Body Milk verwendet? Man weiß es nicht, du wirst es nicht herausfinden. Auch wunderschön, dieses Treppengeländer. Aber guckt euch auch mal diese herrliche Holzdecke an. Echt heftig. Wie gesagt, das Schöne ist auch eben, das ist nicht zerkloppt, gar nicht. Alles mit Holz verkleidet hier. Also ich würde schon sagen, dass das die Holzvertäfelung, dass die wirklich noch original ist. Bis auf, denke ich mal, auf das hier. Keine Ahnung. Das definitiv nicht. Das ist DDR-Zeit. So, zweite Etage bzw. Erdgeschoss, wie man es nehmen möchte. An der Stelle will ich bloß nochmal sagen, dass ich denke, dass wir vermutlich die Letzten sein werden, die das in dem Zustand hier sehen.
Krieg müsste natürlich auch sein Domizil einen Schutzraum haben. Und hier hat oder hätte der Herr Mutschmann sich im Falle eines Angriffs nach unten begeben und den Angriff weitestgehend unbeschadet überstanden. So, das ist also im Prinzip ein Bunker der Wehrmacht. Das sieht aus wie die Klimaanlage. War ein Scherz. Aber es ist, wie gesagt, das Schöne, keine Schmierereien. Zumindest habe ich bis jetzt noch nichts gesehen. So, wie gesagt, das ist die Bunkeranlage hier. Es gibt dann noch einen oberen Teil, der, denke ich, auch mal sehr interessant ist. Hier haben wir die Lüftungsanlage zum Ansaugen der Frischluft, die dann hier unten verteilt wurde. So, und hier kommen wir zum Ausgang und somit zum Ende. Wie versprochen, jetzt hier der Gang, wie man dort hinten sieht, ist verschüttet. Für was auch immer der gedient haben mag, ich kann es nicht sagen. Na gut. So, das war es jetzt auch schon in. Ihr seht, ich quäl mich hier rückwärts raus. So. Das war es jetzt auch schon in groben Zügen. Ich würde mich jetzt hier unten gleich verabschieden und euch viel Spaß wünschen bei unseren anderen Videos, die noch folgen werden. Bleibt uns treu, gebt einen Daumen nach oben. Und ganz wichtig, viele Leute vergessen auch teilweise dann, wenn die so ein Video angeschaut haben und denen das gefallen haben, zu abonnieren. Macht das einfach mal, drückt mal den Abo-Button, tut euch nicht weh. Und uns hilft es ein bisschen, weil wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten und vielleicht knacken wir auch mal die 3000er-Marke. In diesem Sinne, macht's gut, eure Waldplatzschleifer. Ciao.